Willkommen zurück zu Pokémon Gold. Randomizer Nachtstock Challenge. Ja, ihr seht schon, es gibt ein kleines Team-Setup. Von den Leveln her alles super mega nice. Ich habe Loser eine Chance sogar gegeben. Er heißt nun Flummi. Aber er bleibt ein Loser. Ich habe ihn Toxic wenigstens mal gebracht, aber er hat keine einzelne Kampfattacke gelernt. Was ein Verlierer. Und krass, hat sogar ein Setup bekommen von mir. Auf Level 39 hat diese Attacken und schönes Setup bekommen. Ja, der Rest der Level logisch. Und ich würde sagen, ich bin heute eigentlich ganz gut drauf. Wir machen die Arena. Ja. Oder Encounter fangen. Wir können Encounter aber auch fangen. Ich würde sagen, Encounter und dann sofort die Arena. Was ist es? Es ist ein... Boah. Alter. Ja, da werden die Moves gedroppt. Das ist mega nice. Ich kann es versuchen, so direkt zu fangen. Nee. Will es aber nicht. Das heißt, wir werden rausgehen zu Maria, die hier einen Dragon Rage machen kann. Und gleich noch einen. Ja, und dann haben wir sie schon. Dann haben wir das Pokémon auch. Und es ist gefangen. Tada. Und ich würde sagen, es ist Moor. Fühl dich geehrt. Nicht geehrt, ach. Gegrüßt. Er fühlt sich bei meinen LPs schon geehrt, ey. Egal. Wer weiß, was das zu bedeuten hat, schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich ganz YouTube Deutschland bei mir einlade. So, aber jetzt geht's los in der Arena von Ebenholz City. Die gerandomizte, ach so, legendäre Drachenarena, die so gefürchtet ist, weil Sandra einen sehr mit ihrem Seedraking, entschuldigt, einen auf den Keks gehen konnte, aber nun ist sie gerandomized, hat nicht mehr ihre statischen Pokémon. Hey, du laberst das von Drachen-Pokémon, aber wett, dass du kein einziges Drachen-Pokémon im Team hast? Nun denn, Trainer, ich werde dich mit meinem legendären Drachen-Pokémon besiegen. Ich bin Paul. Oh shit, meine Drachen-Pokémon sind weg. Aber er bleibt in der Richtung von den Pokémon, die fliegen können. Okay. Das ist nice. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen zu hoch trainiert. Aber ich weiß, was Sandra noch für Pokémon hatte. Und die geht ganz schön ab, das Vibe. Glaubt mir, Boys and Girls. Die geht doch ganz schön ab, die Luzi. Scheiße. Unfassbar. Wie kann in so einer Arena das gedroppt? Wobei doch, Flummi. Oh nee, eine Psychoattacke killt dich, ne? Egal. Oh, das wäre deine Chance gewesen, dich zu beweisen, Flummi. Hä? Hat dieses YouTube wieder keine Psycho-Attacken? Vielleicht kriegen wir aber einen Boost. Ja, ne. Defense Drop. Oh, doch, wir kriegen einen Boost, Alter. Oh. Vielleicht kriegen wir noch einen Boost. Naja, das ist schlecht. Vielleicht. Alter. Veganer? Du rockst gerade ein Mewtwo. Weißt du das eigentlich? Legendary versus Legendary. Alter! Oh shit, dieses Mewtwo hätte ganz schön für Ärger sorgen können. Ah, wir haben unseren treuen Veganer. Togepi. Naja. Die Arena scheint nicht mehr bieten zu können. Aber bisher hat sich Mewtwo sehr überzeugt. Bin mal gespannt, ob Sandra auch was sehr Neues sagt, aber naja. Bisher doch, hat sie mich ganz schön überrascht.
Der erste Trainer hat mir schon gezeigt. Okay, oh, da war sie schon. Habt ihr sie gesehen? Oh, so hot. So hot ist die Arena, selbstverständlich. Genau, Bruder. So, was haben wir dann hier noch zu tun? Ja, wir müssen noch eine Arena-Trainerin besiegen. Claire. Stimmt, Sandra heißt hier auf der englischen Version oder amerikanischen Version Claire. Glaube ich. oh nee, doch, wir haben sehr gut trainiert. Perfekt im Level. Aber sie heißt im Deutschen Sandra. Und ich werde natürlich auch ihren richtigen Namen beibehalten, also keine Sorge. Ich werde Sandra bei Sandra bleiben. Ich werde bei Sandra beim Namen auch so bleiben. Nice. Sprachen lernen, Bubble. Vielleicht füge ich das nie mal ein. Nee. Nö, kann ich ja nicht. Ah, ja, das ist gemein. Hier könnte man auf die dumme Idee kommen, den falschen Stein zu schieben. Aber das wäre Selbstmord. Und nicht empfehlenswert. Das ist, sollte ein einfacher Trainer sein. Ich würde mal sagen, ich setupe mich auch mal ganz kurz hier. So, jetzt ist die Frage, was hat Ammonitas mehr drauf? Den Spezialangriff oder den Angriff? Das ist ein eindeutiges Ergebnis, dass wir auf Biss switchen sollten. Biss kann schon mehr reinhauen als andere. Ja. Ist okay, macht aber nicht den Damage, den ich mir vorgestellt hätte. Alter! Ich habe gerade ganz schön gespielt, wie ihr mitbekommen haben solltet, aber ich wollte unbedingt, dass Ammonitas dieses Alakazam besiegt. Mehr sollte Ammonitas auch nicht hier tun. Haben wir einen Sonderbonbon? Nee, ne? Nö. Aber Mystic Water, das ist super. Ja. Haben wir nicht im letzten Part... Ah ja. Ich wollte schon sagen, wir hatten doch was gekauft. So. Oh, jetzt habe ich die Arena geskippt. Nein, das wollte ich nicht. Hier rein. Hä? Oh. Dann halt hier rein. Waren wir doch richtig? Okay, gut, sorry. So, was hast du auf den Herzen, Bruder? Ganz kurz, ich muss mein... So, sorry. Der Lag war nicht bei euch und bei mir auch nicht. Den habe ich gerade selber eingefügt. Bin selbst schuld. Ah, super. Sieht ja auch einem Drachen ähnlich, das Pokémon, ne? Aber hier brauche ich auch keine Befürchtung zu haben. Wir können es one nicht hitten. Ne? Arschloch. Mann. Meint ihr, wir hätten die Chance, zu Veganer zu switchen und ohne dass uns stunt? Ja, wir haben die Chance. Das gefällt mir. Da können wir doch, ja, es weghauen. Na, Girl, was geht? Ich bin leicht müde. Lola. Sehr innovatives Team. Aber ich bin mir sicher, dich können wir one-hitten mit Strength, ohne zu switchen. Ich bin da bei einem sehr guten Gefühl. Ja, so viel dazu. Jetzt müsste so ein To Be Continue Meme kommen. Und damit so einem Sound unterlegt werden bei so einem Best of oder so. Nee, mach ich selbst nicht. Kann ich ja nicht. Ich habe keinen Bock auf einen Black Screen. Scheiß Städtprogramm.
Ja, gut. Ich bin mir sicher, es wird mich zu 100% paralysieren. Das heißt... Joa. Da lag ich auch gar nicht mal so verkehrt. Wow. Das heißt, ich kann mich in der nächsten, in dieser Runde setupen auch wieder direkt und ist One-Hit, weil es trägt den Typ Gift in sich oder auch nicht. Ja, doch. Ja, easy. Das ist vielfach fiktiv. One-Hit ist auf jeden Fall drin. Da war es gar keine Chance. Ja, ja. Okay, Sandra. Meint ihr, wir können gegen die Frau kämpfen? Ja, ne? Dann wird es mal wenigstens interessant. Kein Cliffhanger, Leute. Ich bin Sandra, der beste Drachenmeister der Welt. Ich bin so krass, ich werde dich in einer Runde zerstören, Alter. Okay, zeig's mir. Zeig mir, wie du mich zerstören willst. Und das Sprite sah so angsteinflößend aus. Nein, okay. Also der Lied ist scheiße. Das ist aber auch ganz klar. Das brauche ich... Oh, wird der Psybeam, ne? Ein nicht... Ich habe kein Pflanzen-Pokémon, was Pflanzattacken hat. Wollen wir die erste Runde drin bleiben? Ich muss rein, theoretisch. Weil er hat doch Aurora-Beam. Aurora-Beam. Strahl. Ich werde in der ersten Runde... darauf hoffen müssen, dass Mitchell halt nicht gewonnen wird. Ja. Im zweiten tankt er sogar auch noch. Okay, ganz schlechte Idee. Das heißt, wir dürfen jetzt freiwillig raus oder ich riskiere auf den Aurora-Strahl. Doch, das mache ich. Ja. Ich weiß nicht, ob Maria outspeedet. Aber selbst wenn, wir one-hitten ihn im Bestfall. Wir haben einen 157er Spezialangriff auf dieses Dragonier. Was ist das so krass? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, er hat einen sehr hohen Spezialangriff. Eigentlich ist es irgendwie leichter Selbstmord, ne? Wenn es Crit ist? Nein, Maria, du rockst wieder. Was? Ja gut, dann nutze ich die Runde doch gleich sinnvoll, um mich zu heilen. Ein Togepi kann nichts ausrichten. Oh. Ja, ich nutze die Runde erstmal nur zum Heilen. Und dann gehen wir mal schön raus zu... Matches, ja, ja doch, Matches halt. Und ist One-Hit. Ah, ich hätte mal Matches halt heilen können. Ach nee, egal. Dann bleibt die Spannung drin. Safeguard. Okay, gut, es kann ein bisschen was. Es kann ein bisschen was. Okay, jetzt wird es langsam nervig. Jetzt wird es nervig. Aber wie kommt der noch durch? Und dieses Topi wird easy gewone-hitten. Muss. Es muss. Ja. Ich meine, ein Togepi. Ja. Ist aber auch kein wirklicher Gegner. Bisher ist die Arena sehr legitim. Also, ich habe sie mir spannender vorgestellt. Sagen wir so, wie es ist. Da mache ich keinem was vor. Aber sie hat ja noch ein sechstes Punkt, was ihr Setra King ist, also wäre, mit auf Level 41, glaube ich. Ja gut, das ist jetzt hier sehr innovativ, das Battle, ich war. Ich habe es auch erst deswegen geskippt. Ja, hast du verdient, Magicite? Ja. War, oh, Level 40. Na gut, um ein Level verschätzt. Ja, war machbar.
Ich bezweifle mal, dass wir den Kampf jetzt noch verlieren. Aber ich will nichts ausschließen. Ich nehme das doch ernst, weil dieses Dodri kann... Ja. Ich habe vergessen, dass wir scheiß Defensivwerte haben. Und den Switch kann ich mir direkt wieder mal sacken. Dafür darf Janina den Rest machen und darf dieses Mistvieh die Hölle hauen. Gerne. Wird sie verarschen? Jetzt krieg ich doch noch Probleme, oder was? Oh, was? Rausgetappt, geil, ne? Das ist jetzt ganz mies. Alter. Unser Glurak hat einen höheren Angriff als Spezialangriff. Okay, das kann wirklich nochmal interessant werden. Weil ich weiß nicht, wo rein ich switchen sollte. Wie oft gibt's Bohrschnabel? Ich will halt keinen opfern. Und ich habe Angst, dass Glurak doch noch getuitet, ne? 73 KP. Alter. Okay, wie schon gesagt, die Arena kann doch nochmal krass werden. Jetzt kann ich es aber versuchen. Oh, soll ich das tun? Das Problem ist doch minimaler Selbstmord, ne? Oh, shit. Jetzt wage ich was, Leute. Oh Gott, oh Gott! Boah! Scheiße. Fuck, das ist jetzt... ganz miese Situation. Aber unser Glurak muss es schaffen hier. Was zum... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß, ich sollte angreifen, aber wäre es nicht schlauer, Maria oder so zu heilen? Oh, jetzt raubt sie mir doch nochmal den Nerv, ne? Alter! Digga, was? Ich hätte schon die ganze Zeit mit Flames run. Ja gut, jetzt ist die ja, vorbei. Aber bin ich blöd, ey. Ich bin davon ausgegangen, dass unsere Angriffswerte so hoch sind, Mann. Ja, lasst sowas niemals außer Acht, Freunde. Da seht ihr es mal. Ich hätte die Runde schon längst beenden können. I lose. Werde diesen Tag nie vergessen, dass du so ein Cheater bist. Das ist nicht fair. Du hast den Arena-Orden nicht verdient. Lass zur Drachenhöhle gehen, damit du deinen... Kram unter Beweis stellen tust und bla und bla und bla 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 bla. Ja, ja. Halt's Maul. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lassen wir dann im nächsten Mal werden wir dann die Drachenhöhle uns ansehen, um uns den Orden laut ihrer Meinung nach zu verdienen. Die Folge war spannend, finde ich. Aber hätte ich das halt gewusst, weil ich bin halt wirklich nur von den Angriffswerten von Glurak ausgegangen, hätten wir es schon längst geschafft. Lasst sowas niemals außer Acht, Freunde. Bis dann und ciao.